Moin Leute, hallihallo und herzlichst willkommen zu einem weiteren Video, zum ersten Video auf diesem Kanal zu Diablo 4, meine Damen und Herren. Es geht los, Diablo 4 ist draußen seit, ich weiß nicht, irgendwann im Mai. Wir haben jetzt den 31.07. Die Season ist seit knapp 10 Tagen live, Season 1. Ich habe Beta gespielt, ich habe Diablo 4 gespielt vor der Season bis Level 60 ungefähr mit einem Rogue, also Schurke, beziehungsweise den Jäger im Nahkampf und fange jetzt 10 Tage ungefähr später mit der Season 1 an in Diablo. Ich habe mir einen Helden schon mal erstellt und habe schon mal reingeguckt und so weiter und so fort. Ich gehe aber auf den Necro. Ich habe Bock auf Knochensperrboy. Wird doch so ein Toter hier. Blöde Scheiße, die ich rede. Leute. Sie soll auch nicht so vernarbt sein. Sie soll eigentlich gut aussehen. Die teilt sich sogar die gleichen Personen wie der Mann, echt. Das ist ja krass. Hier sieht das richtig putzig aus. Digga, what the hell? Du kannst ja einfach Frisuren machen ohne Ende. Wir nehmen das hier, weil das finde ich cool. So, Gesichtsbehaarung. Die soll natürlich schon realistische Augenbrauen haben und keine gemalten. Besten Dank. Wir lassen das so. Ich finde das cool. So, Haarfarbe. Fand ich schwarz eigentlich am coolsten, glaube ich. Wir lassen das so. Schminke. Ich spiele immer gerne Frauen. Ich weiß gar nicht, warum. Finde ich geiler. So, wir spielen Hardcore und wir machen Kampagne überspringen. Kampagne überspringen, warum? Weil wir die nicht spielen. Name. Tanja. Wir spielen Saisonalen Realm, ganz klar. Weltstufe 2, auch logisch. Der Kundendienst stand da, stellt unter keinen Umständen einen Charakter wieder her. Ne? Also wenn er tot ist, ist die gute Nummer weg, Digga. Und das wird ja nochmal ganz klar betont. Ich schreibe euch, denn auch wenn ein großes Übel aus Sanctuario schwindet, greift nun die Verderbnis eines neuen, schwerenden Fluchs. Digga, das haben die auch, das machen die, das ist einfach kurz, knackig. Stilvoll, Digga. Alles, was es braucht, damit du abgeholt wirst, nachdem du die Season, nachdem du die Kampagne gespielt hast, jetzt hier Season 1 reinzustarten. Und habe mir das mal mit dem Battle Pass angeguckt. Okay, also hier seasonal habe ich mir jetzt die ersten 20 Belohnungen abgeholt, weil ich hatte dieses 100 Euro Kackteil mir gekauft. Brauchst du nicht, also brauchst du nicht. So, und wir verfolgen mal das Season-Quest-Thema. Wir spielen direkt auf Weltstufe 2, Digga. Und wir laufen erstmal weiter und gucken. Man muss ja, ich weiß gar nicht, meines Erachtens nach hat man die Altäre von Lilith. Sollen wo aus dem normalen Game übernommen werden. Steht bei mir jetzt hier 0 von 28. Kann mal gerne einer in die Kommentare schreiben, warum das jetzt doch nicht mehr so ist, wie gedacht. So, wir beschwören das mal ein paar Skelette, okay? Also das wird hier mehr oder weniger so eine Sache. Da geht es jetzt um... Wir zocken einfach rein. Wir spielen die Season durch, okay? Wir haben Bock. Ich will mehr Diablo spielen. Ich liebe Diablo. Ja, jeder, der meinen Kanal verfolgt, weiß, ich spiele gern mal Diablo, ein gutes Ründchen. Und gerade in der 4, die ich allgemein noch nicht so viel gezockt habe, wie der ein oder andere vielleicht schon unter euch, ist dazu sehr herzlich eingeladen, hier noch weiter mitzuschauen, mitzumachen, gerne Kommentare zu schreiben, mit mir zu spielen, alles Mögliche. Bibabo, Leute. Ihr wisst es, was ich meine. Okay. Judy, ich werde ein Bild spielen, den Knochensperrbild. Habe ich mir so überlegt. Am Anfang Levelphase. Weiß ich jetzt nicht. Wir können erstmal so ein bisschen auf P
Pet-Bild gehen. Necro ist ja mitunter trotzdem noch eine Klasse. Kamen natürlich einige Nerfs und einige Buffs seitens Diablo, beziehungsweise seitens Blizzard. Habe das grob überflogen, war mental überfordert, weil ich ja schon das Normal Game im normalen Spiel schon gar nicht so drin war. Wie gesagt, ich war ja nicht mal im Late Game. Ich habe ein paar Albtraum Dungeons gemacht und dann war gut. Auf den ersten paar Stufen da ein paar Kopfgelder gemacht vom mystischen Baum. Whatever. Ihr wisst, was ich meine. Und war gar nicht so im Late Game Desaster mit drin, sag ich mal, ne? So, der dreht da völlig frei, Digga. Der kraucht hier rein in diese Höhle. Gehen wir hinterher. Und wir gucken uns das an. Ich will jetzt hier auch keinen Speedrun machen oder so. Gar nicht. Ich will einfach loszocken, bisschen genießen, bisschen lernen, Palaver, Spaß haben, sterben. Vielleicht nicht sterben. Wäre cool, wenn nicht. Wird sich zeigen, wie wir uns anstellen. Ich weiß nur, ich bin damals, also damals, witzig. Ich bin mit meinem Rogue so auf der Stufe 60 ungefähr, auf Weltstufe 3, gar nicht mehr gestorben. Okay. Also anfangs immer mal mehrmals gestorben, immer mal gestorben. Aber später gar nicht mehr. Ja, also ich fand nur das Early war ein bisschen schwer auf Weltstufe 2, wenn man so reingeht dann. Gut, ich spiele jeden Tag irgendwas, aber ich spiele jeden Tag gefühlt was anderes. So, und ich spiele das auch nicht live. Streaming ist so eine Sache. Schwierig momentan. Ja. Ihr wisst, ich bin mit ein paar Freunden. Haben wir einen Stream-Kanal auf Twitch. Wir sind 4 Leute. Stream einmal im Monat. Irgendwas, irgendwer. Sommerloch, vielleicht. Will jetzt hier keine Eigenwerbung machen. So, also bis hierhin habe ich ungefähr gezockt. Also das habe ich gemacht in der Season mit meinem ersten Charakter. Die Quest. Trefft Kormund außerhalb von Orbay. Und Digga, wenn ich jetzt gucke, wo Orbay liegt, das liegt einfach am Ende vom Allen. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ich habe ja gedacht, wenn ich die Season spiele, ich habe alle Wegpunkte, ich habe die Altäre von Lilith, ich habe diese Boni, die ich hier nicht habe. Ich habe einen feuchten Furz, Digga, weil ich diese Altäre von Lilith nicht habe. So, und demnach struggle ich mir jetzt hier erstmal übelst ein in die Fritteuse, Digga. Da kannst du nichts machen, außer jetzt hier Nebenquests, weil Hauptstory ist ja schon erledigt quasi. Weil ich es auch wollte. Und kann jetzt gar nicht näher auf so Sachen eingehen, die eigentlich relevant sind. Der Bär hat mir gerade so doll die Gliedmaßen in den Schnee gerammt. Demnach drücken wir mal jetzt A für Skills. Wir haben 3 Skillpunkte, aber ich muss natürlich gucken in meinen tollen. Dann gehen wir auf, was ist das hier? Das ist der Knochensperr tatsächlich. Dann nehmen wir den noch. Also wir haben jetzt schon mal die Splitter-Action hier. Wir können uns das mal auch ruhig durchlesen. Also ich bin ja eigentlich immer jemand, der das gern verstehen will, bevor er es auch anwendet, Digga. Von daher machen wir das jetzt auch einfach so. Ne? Also, Knochensplitter ist eine Basisfähigkeit basiert auf Knochen. Also ich schätze mal, anhand des Namens wissen wir, dass das alles auf Knochen basiert. Oder der größte Teil, der größte Output Damage. So, wir werfen quasi 3 Knochensplitter ab, die jeweils 3-4 Schaden, 9% verursachen. Jedes Mal, wenn ein Gegner vom selben Einsatz vom Knochensplitter getroffen hat, erhaltet ihr eine Essenz. Das ist quasi die Ressource, die wir aufbauen, um krasse Fähigkeiten zu nutzen. Cool. So, erweitertes Talent. Verbesserte Knochensplitter verfügen über eine Chance von 25% 2 zusätzliche Projektile abzufeuern, wenn ihr beim Wirken mindestens 50 Essenzen habt. Toll. Danke. Was haben wir jetzt noch? Verfügt über 20% die Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen. Das ist nice to know. Wenn ich den Gegner mindestens 3-mal mit demselben Wirken von Knochensplitter treffe, werden 4 Sekunden lang 8% kritische Trefferchance gewährt. Okay, wir lassen das aus und gehen gleich zum Knochensperr, weil der macht richtig Damage.
Und das ist dann auch die Fähigkeit, die wir richtig ausbauen, den Knochenspeer. Meine Damen und Herren, Essenz haben wir actually full. Und verbrauchen halt beim Rechtsklick, ne? Und wir sehen, da kommt schon Schaden an. Statt meine 3, 4. Ich weiß nicht, was der White Hit gemacht hat. Wir probieren die Kugel über 50% zu halten. Und jallern einfach nur jämmerlichst da rein. Also, ich habe mir auch so ein bisschen... Ich habe es ja bei meinem ersten Charakter in der Season gemerkt, man levelt relativ schnell, wenn man irgendwas macht. Ja, also da war ja... Ich habe vielleicht 40 Minuten gespielt. Der war Level 10. Okay? Und ich habe aber eigentlich nur so ein bisschen für mich rumgeplödelt und so ein paar Viecher getötet. Nichts Aufregendes, nichts Spannendes, war eher boring. Und dadurch, dass es so boring war, habe ich halt mich für eine andere Klasse entschieden. Ich habe bislang eigentlich in jedem Diablo immer gerne den Barbar gespielt. Das Event spielen wir nicht. Müssen ein bisschen aufpassen mit dem Leben, ne? Weil wir einfach noch super squishy sind. Und übelst schnell umfallen können. Wir haben nur 66 HP. Ich traue mir zu behaupten, dass es jetzt nicht so viel ist. Und wir werden natürlich unseren Arsch darauf wetten, dass wir... auf jeden Fall mehr Leben brauchen, ne? Und dass es auch mal super, super eng wird. Alles klar. Haben wir hinter uns gebracht, den Spaß? Super Intelligenz, natürlich top notch. Noch eine gute Einhandsense nehmen wir mit. Ist natürlich klar. Was haben wir hier? Noch ein paar Kräuterle. Top. Können wir auch alles gleich kaputt machen, bevor wir weiter stiefeln. Und dann gucken wir uns einfach mal die Season Quest weiter an. Ne, wie gesagt, ich gehe da ein bisschen blind rein. Aber das ist völlig okay. Wir haben ja jetzt ja, nichts Großes aufgedeckt. Ich verstehe, also das müsst ihr mir wirklich, also ich gucke es mir einfach nochmal an. Das muss mir mal jemand sagen, warum das so ist, wie es ist. Weil meine Auffassung war, wenn du die Altäre aufdeckst, in der Kampagne, im Normal Game, brauchst du das nicht mehr machen. Damit du gleich in der Season ein bisschen stärker reinstartest. So. So war mein Gedanke zu dem Thema. Ich kann mich natürlich auch irren. Ja, wäre mir sogar ganz lieb, wenn ich mich in der Hinsicht da auch irre. Also mir war, ich dachte, du behältst halt auch deine Ruhmpunkte da, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Also die Punkte hier, das Ansehen. Habe ich gedacht, man behält das. Also zwei Stufen. Ich dachte, zwei Stufen behält man legit. So, also vier Skelettis kann ich haben. Muss ich mal so ein bisschen im Auge behalten. Okay, kommt ja noch so ein schöner Bär an die Rand. Alles klärchen. Sieht aber so eigentlich gut aus. Also bislang sind wir noch gut im Rennen. HP-technisch... Ja... Ich wäre eigentlich, dass der mit Lowlife sich mal ersetzt, aber irgendwie passiert das nicht. Muss warten, bis die tot sind, ne? Oder wie ist das ja? Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Wenn ich neuen Skeletten beschwöre, welcher verschwindet dann von dem, die ich habe, wenn ich am Cap bin? I don't know. Ja, ich finde... Also ich hatte auch damals zur Beta, habe ich auch ein Necro gespielt... Und ich hatte das Problem, wenn ich so auf die Monster, also auf meine Begleiter gegangen bin, auf mein Pet-Bild, hatte ich dann das Single-Target-Problem bei Bossen. Na? Und das war nicht so sexy. Also weiß ich jetzt nicht, wie sich das jetzt hier im Zuge der neuen Skillung mit dem Knochensperr, mit dem ganzen Patches, die kamen, etc. pp. Ist ja jetzt auch schon viele, viele Updates her. Also es hat sich ja, Diablo 4 ist ja ein wandelndes Buch.
Was immer mehr Seiten dazu gewinnt in kurzer Zeit. Bin noch nicht bereit, sagt sie. Alles klar. Ist das hier so ein... Brauchen wir den, wenn ihr verletzt werdet? Wenn ihr verletzt werdet, während ihr unter Einfluss von... Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich finde diese Dungeons okay, kann man machen. Nice to have. Aber auf jeden Fall keine Prio. Jedenfalls, wenn es jetzt nicht bildabhängig ist oder so, ne? Also es gab beim... Ich kann es nur wieder, immer wieder vergleichen. Mit dem Rogue. Da gab es einen wichtigen Dungeon. Ich habe den Schraubkling Rogue gespielt, wie ihr den wahrscheinlich alle kennen werdet. Da ging es schlussendlich darum, dass die Bude, wenn du reinklingelst, ne, dass die quasi sich drehen und zurückkommen. Ich glaube, da ging es ums Drehen, dass sie sich drehen. Statt nur gerade. Genau. So. Jetzt kann der Knochensplitter, wenn ich ihn werfe, jetzt zerteilt er sich. Also quasi exponentielles AOE. Wer reitet hier so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Olli. Mit seinen Knochen geschinnt. Ich bin einfach Poet. Durch und durch ein Poet. Ja, die Leertaste zum hier sliden, ne? Zum Dodgen. Super, super underrated, finde ich. Also ich bin da auch ein Muggel, der das einfach überhaupt nicht drauf hat. Was passiert hier? Den muss man töten. Aber so wie ich mich anstelle, töte ich ja gar keinen. So, jetzt muss der schnell. Okay. Man muss die Kanalisierer töten, ne? Ist klar. Geil. Gefällt mir richtig gut. Macht mir Spaß. Wir werden hier noch jämmerlichst auf die Fresse kriegen. Oh ja, schön Max Rage. Ha! Zap, zap. Da sind wir durch hier. Bisschen Gift, okay. Ist halb so wild. Nehmen wir mit. Wir nehmen diese ganzen kleinen Events mit. Elite nehmen wir auch immer mit. Wollte ich nur mal gesagt haben. Also immer, immer. Das ist natürlich super gefährlich, diese kleinen Bombardements. Ist natürlich blöd eigentlich, dass Diablo 4 mitten im Sommer kommt. Also Release ist halt... Weiß ich jetzt nicht. Hätte man wahrscheinlich auch gut in einem halben Jahr nochmal releasen können. Sommerloch ist halt immer mein, also ist immer so meine Standardausrede für wenig Gezocke im Sommer. Weil es doch einfach so ist. Jeder, der was anderes sagt, hat keine L. Hä? Spaß. Also es ist schon, man merkt deutlich im Sommer... Spielen die Leute, sitzen die Leute weniger zu Hause, ne? Man ist mehr unterwegs. Es kommt eher seltener vor, dass ich im Winter, November, Dezember an der Ostsee chille und mir da mein Kabeljau genieße, Digga. Von daher spreche ich wahrscheinlich für die Mehrheit, wenn ich sage, ich würde gern mehr spielen, kann es aber einfach nicht einrichten, weil Priorität ist einfach momentan aufgrund des Wetters und so. Doch noch eine andere. Oh, Hilfe. Jungs, das war jetzt auch nicht nett, dass ihr hier so reingesprungen kommt wie die Kühe. Hier haben wir einen Wegpunkt. Ich habe auch keine Map offen, wo ich die Altäre von Lille finde, wo ich hier, ihr wisst schon, alle Objectives finde. Wir reiten jetzt dahin. Ich kann ja nach Cat Bardu reisen. Bin ich bekloppt, Digga. Die habe ich doch, die Punkt. Wieso hatte ich denn den Punkt jetzt, den Wegpunkt? Das habe ich gar nicht realisiert. Das muss mir mal jetzt einer erklären, Digga. Habe ich jetzt alle von jeder Hauptstadt? Ja!
Also ich habe wichtige... Ja! Wichtige Knotenpunkte sind ja bereits vorhanden. Dass du hier nicht 100 Jahre durch die Landschaft ziehst, ne? Also ist schon cool. Ne? Kein Ding. Kein Thema, Leute. No hate. But it's huge. Okay. Es ist einfach nur riesig. It's huge. Okay, solange ich nicht in der Stadt bin. Aber der Horror kommt in der Stadt hier, oder wie? Der Horror-Hauptmann. Und kleine leckere Insektenmaden hier. Kackgedöns. Rotamin. Ja. Ich kenne nur Ritalin. Ich hab mich mit dem Season-Ding. Ich bin einfach so blind, Digga. Ich weiß nicht. Ich weiß nichts. Der reitet in der Luft. The heck? Digga, fürchte dich lieber nicht, dass ich nicht komme.